natürlich nicht so, sag ich mal. Das heißt, jetzt wieder draufdrücken. Gucken, ob wir das noch ganz so schaffen. Eieieiei. Achte auf deine Kurvengeschwindigkeiten. Das war nicht gerade ideal. War doch ideal, oder nicht? Oh, ich habe Achtung stehen. Hier hat's den rechten Hinterreifen zerrissen. Das Heck wird jetzt sehr schwammig sein. Pass am Ausgang von Kurven gut auf. Ich sehe also nicht mit dem Hinterreifen. Keine Ahnung. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Leistung fehlt, das merkt man da unten in der Fläche. Nicht, dass ich irgendwie komme. Viel vor mir? Das bezweifle ich aber. Zwei Runden noch. Platz 4. Jetzt greift die Top 3 an. Hab ja den Top 3 Fahrer vor mir. Der Motor ist etwas beschädigt. Du wirst Probleme haben, die volle Geschwindigkeit zu erreichen. Merkt das allgemein schon nicht mehr, weil du es sagst. Also ich sage mal, wir müssen die Rennen dezenter angehen und nicht ein auf hau drauf auf den Lukas spielen. Wir fahren mal dezenter. Ich gebe mal das Gas, wenn es jetzt los ist. Kein Unterschied. Ist einfach nur eine, der seine Bremse liebt. Okay, du bist Vierter. Jetzt fahren die Top 3. Wegen so einem. Und dann wegen sowas. Und dann wegen sowas. Und dann wegen sowas. Das ist kein Stocker-Rennen, Leute. Ich bin Achter. Wie soll ich das denn noch überlegen? Also gut, konzentrier dich jetzt auf ein fehlerfreies Rennen und kämpf dich Platz für Platz nach vorne. Mein linker Hinterreifen ist geplatzt. Das Heck wird jetzt in Kurven ausbrechen. Du musst kämpfen, um die Ideallinie zu halten. Der Platz ist noch nicht verloren. Hol ihn dir zurück. Also irgendwie, weil... finde ich das doch schon ein bisschen krass. Eieieiei. Soll ich denn da rankommen? Wenn mir schon das Heck so im Arsch ist. Nur weil mich wer dreht. Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Neue Bestzeit hin oder her? Trotzdem nur Vierter. Das kann ja nicht angehen. Das ist drei Leute noch vorne. Ich fange jetzt aber wieder den hier. Der schwimmt hier schon wieder rum, wie sonst was. Bleibt mir bloß weg. Wenn ich den mal irgendwie noch nicht nähern kann. Ich sehe einen, das ist schon mal gut. Wenn ich rankomme, ist was anderes. Dein linker Hinterreifen ist geplatzt. Das Heck wird jetzt in Kurven ausbrechen. Du musst kämpfen, um die Ideallinie zu halten.
müssen wir nicht deswegen kämpfen. Wenigstens den zweiten, den will ich auch. Das ist Platz 2. Kämpf weiter. Na, der erste wird nicht mehr voll sein. Es wird schwer, den zweiten zu halten. Aber damit gehen wir uns mal zufrieden. Okay, nicht schlimm. Schon beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so schnell in diese Kurve. Ja, schon. Das war ein Rennen. Das war heftig. Der Sieger steht fest. Ein Platz in den Top 3 ist gut, aber ich bin sicher, das kannst du noch besser. Wollen wir nochmal? Ich hätte den Dreher mir nicht am Anfang erlauben dürfen. Wir haben versucht, das Ganze noch einmal. Das war schon mal nicht schlecht, aber... Wir wollen es ja auch besser. Möchten wir nicht aggressiv fahren? Was machen die? Die fahren aggressiv. Seht ihr da? Ich bin noch nicht aggressiv. Ich versuche dran vorbeizufahren. Was kommen sie? Sie kommen einfach rüber. Ja, das ist dann nicht mein Problem. Damit bist du in den Top 3. Platz 2 ist nicht weit weg. Bleib fein weg. Okay, du liegst auf Platz 2. Ich hätte aber einen ordentlichen Zahn da vorne. Was fährt der denn da vorne, dass er so schnell ist? Noch 3 Runden. Sicherlich nicht zugelassene Teilnehmer. PS-Unterschied von 100 PS nochmal nehmen. Hier unglaublich so langsam da anzukommen. Man tut das Starspeeder eigentlich nur. Du liegst 5 Sekunden vor Platz 3. Push weiter. Ah, push weiter. Ich würde aber gerne Push 1 vorne drauf. Space Hook. 2 Runden noch zu fahren. Der ist nicht viel vor mir. Natürlich, jetzt habe ich mich verloren. Macht nichts. Probieren wir das mal aus. Mal was schief gehen. Schauen wir mal, wie es hätte laufen können. Such dir in der Wiederholung den perfekten Zeitpunkt aus, ab dem du weiterfahren möchtest, und wähl die Rückblende. Mach mal hier. Sagen wir mal, das besser. Der ist ja nicht weit vor mir, sagen wir so. Aber dementsprechend natürlich schon raffiniert. Also lässt einen nicht genau rankommen. Schafft immer wieder auf Abstand zu spielen. Können wir noch durchgehen lassen? Ich wollte gerade das rückgängig machen. Man kommt näher, aber auf der Graben ist der deutlich schneller. Die liegt vor allem so tief da vorne. Halten. Der klebt einen ganz schön auf. Meine verachtendste Kurve. Und da haben wir den Sieg. Leute, klappt doch, oder nicht? Muss nur wollen, ne? Hängt alles vom Wollen ab. Kein Problem, ne? In seiner Paradedisziplin zu besiegen, ist nicht einfach. Klasse Rennen. Klasse Rennen, da wird man gelobt.